So, ich habe heute die Ehre, das Division X Luti-Spiel zwischen Rose und Climb zu casten. Redrum hatte auf Twitter angefragt, ob jemand das Game für sie top-down aufnehmen kann, damit sie das im Nachhinein ein wenig analysieren können, um sich auch geben, hier gegen ein Top-Team ein bisschen verbessern zu können, weil man ja doch einiges aus den Matches nimmt. Und da habe ich mich kurzerhand angeboten und tatsächlich jetzt die Chance erhalten. Es ist Woche 5 der aktuellen Luti-Season. Damit auch, meine ich, letztes Spiel. Und wir starten mit Clamblitz auf Humpback. Bisher noch nicht sehr viel passiert. Beide Teams ein paar Picks geholt. Aber in Richtung Objective nach einer Minute noch nichts weiter. Auch keine großen Clam-Scores. Aber es sieht jetzt doch ganz gut aus für Climb, die gut Map-Control haben, auch langsam die Clams zusammen. Und jetzt sollte es auch dazu kommen. 20 Clams, eine Big auf dem Feld. Jetzt müssen sie nur noch vor den Basket kommen. Kara jetzt hier vorne mit dem Baller. Ich weiß nicht, ob die einen Jump geben wollten. Ist aber nicht dazu gekommen. Und jetzt fast der Wipe, nur eine Big Clam reinbekommen. Natürlich nicht das, was sie jetzt haben wollten. Aber immerhin ein erster Ansatz. Jetzt müssen wir nur schauen, was Rose hier draußen machen kann. Jetzt kommen die Missiles. Trisham unter dem Bunker. Pusht jetzt Left Side. Ist aber recht alleine. Und es fehlen die Clams. Es fehlen die Clams für Rose. Jetzt die Big. Aber Ovaya mit Clamps nach oben. Das ist zumindest schon mal Lead, wenn auch keine große. Können sie ausbauen. Redrop, schöner Pick hier. Noch zwei Clamps rein und kriegt er noch einen? Okay, das wäre, glaube ich, zu viel gewesen, jetzt noch einen Pick hier rauszuholen. 4-3 Situation jetzt auf dem Feld. Und Juan Feld auf der linken Seite, rechten Seite. Damit die Situation jetzt gedreht. Bagel muss auch rausjumpen. Curry jetzt der Letzte am Leben. Links vorne. Und das ist gut. Map und Mid-Control für Rose. Auch Clam-technisch gerade einen guten Vorsprung. 3-2 Situation. Sie können hieraus jetzt einen Push machen. Missiles kommen auch. Nur sie sind halt mit den Clams gesplittet. Redrum kann jetzt scoren. Und kriegt... Ja, sehr, das ist doch, das ist genau das, was sie haben wollten. Schön aufgebaut über die Zeit und jetzt auf unter 30 den Counter. Redrum hier alleine von 3 gepusht, kann er natürlich nicht viel machen, aber Ovaya noch unter Climbs Basket. Rettet sich auf den Platz zurück und kauft damit ein bisschen Zeit für seine Mates und kann sogar noch eine Armor patten, dass sie hier jetzt nicht komplett auseinanderfallen. Stalk hier, wichtiger Pick. Bagel wird wahrscheinlich auch noch fallen hier. Wunderbar. Und damit ein 2v1. Kara alleine. Gleich aber wieder unterstützt von seinen beiden Mates. Und noch knapp über eine Minute zu spielen. Und Rose hält das hier sehr, sehr gut. Aktuell Climb in keiner guten Position. Weder Map Control noch Clams. Kara jetzt hier ein bisschen alleine. Kann er rausgeholt werden? Wird jetzt von Try gepusht. Wollte jumpen, schafft es aber nicht mehr. 3 gegen 3 auf dem Feld. 3 gegen 2. Und können sie... können sie nochmal scoren? Vielleicht? Okay, jetzt eher nicht mehr. Aber sie halten mit Control. Sie können sich noch gut gegen behaupten. Painten immer wieder gegen Missiles, um Climb zu pressuren, ein wenig auseinander zu treiben und dort rauszubekommen, wo sie sie nicht haben wollen. Jetzt wird es aber gefährlich. 4 gegen 2 auf dem Feld, aber es fehlen die Clams. Es fehlen die Clams. Die müssten sie jetzt so langsam mal picken und auch eine Big zusammenbekommen.
Bagel im Inch landet aber wieder und jetzt steht die Verteidigung von Ross. Stork sneakt sich durch die Mitte, will einen Pick wahrscheinlich auf die Clam bekommen. Hat den Ball herausgeforst. Damit jetzt nochmal ein Stückchen schwieriger, aber Bagel pusht über die Platte rein, bekommt einen Pick auf Redrum. Und jetzt sieht es gar nicht gut aus. Climb ist drinne, Kara rausgetradet. Aber es fehlen noch die Clams. Redrum droppt jetzt hier alleine rein. Und das wird übel. Sie droppen jetzt einen nach dem anderen rein und das ist Game. Mit einem letzten Jump Push von Kara und der Big Clam sichert sich Climb das erste Spiel. Unerwartet, da Rose sehr, sehr lange gut Map Control gehalten hat. Runde Nummer 2, Splatzons of Skipper Pavillon. Und wir sehen leicht abgeänderte Comps. Einen V-Slusher, damit Double Missiles auf Seiten von Rose. Und VDS von Climb. Und das ist eine Map auf der Top-Down-View, wie ich immer feststellen muss, sehr, sehr ätzend ist, weil wir durch die Counter oben nicht viel sehen. Für den Anfang Rose in Control. Können sie die Ecke verteidigen? Jedes da rausgepickt unten. Aber Missiles kommen und Zonas of Neutral können sie gegenpainten und nochmal den Cap bekommen. Die nächsten Missiles kommen. Aber Climb hält gut gegen. Und. Oh, ich glaube, das kann ich nicht antun. Wir machen das mal eben so. Alleine auf der Sonne gestorben. Jump noch hinterher, kann aber auch nicht viel machen. Damit Map Control sehr eindeutig. Vor allem Bottom Control sehr deutlich für Klang. Und die nächsten Missiles kommen, aber sie können noch nicht wirklich damit reinbuchen. Die Missiles bringen Rose aktuell nicht so viel. Wobei ja unten im 1v1 gegen Kara. Allerdings, gepusht jetzt von 2, kommt dort auch nicht mehr raus. Und das sieht sehr, sehr gut aktuell für Climb aus. Kara hält unten die Bottomside von raus. Aber das ist erst einmal das Ende von Climbs Push. Rose, ja, alle 4 Spieler am Leben painten jetzt. Vor allem Bottom wollen auf die Plätt von Climb, allerdings gut zurückgehalten von Bagel und Moke. Die jetzt auch zusammen unten reinpushen wollen. Armor ist da, Inkjet ist da. Und was können sie draus machen? Missiles kommen dazu, das ist ein sehr, sehr schön koordinierter Push. 2 down, damit 4-2 Situation für Climb. Rushen auch noch den letzten aus und Elis schafft den Jump. Elis kommt raus und sie können damit jetzt wieder gemeinsam versuchen reinzupushen. Armor ist bereit, auch aber auf beiden Seiten. Redrum alleine dort paint die Missiles und jetzt wollen sie wahrscheinlich reingehen. 3 von Rose gehen top. Climb jetzt unten zusammengedrängt auf Bottom. Missiles kommen, die Boya kommt. Bagel und Run fallen, aber sie kriegen das gedreht. 2-0 Wipe auf Rose. Und Klein hält hier weiter gut Control. Sieht jetzt aus, als würden sie mit dem nächsten Push versuchen wollen, unten reinzukommen. Allerdings sehen wir auch auf Seiten von Climb. Baller ist ready und used vorne. Kara direkt hier sehr, sehr gut auf Wire raus. Und das. Na?
Nicht zu früh. Oh, Bagel hier mit dem Inkjet Kill. Bekommen sie auch noch Fledge da unten. Oh, war ja Jump nach, aber das ist Game. Damit 2:0 für Climb. Dieses Match schon sehr, sehr viel eindeutiger. Climb nahezu durchgehend in Control, bis auf, ich glaube, 1, 2, 3 Male, als sie die Zone verloren haben. Aber overall war das ihr Match. Und wir gehen in Runde Nummer 3. Tower Control auf Sturgeon Shipyard. Wir sehen direkt auf Seiten von Climb jetzt einen Try und damit Double Armor. Ansonsten Crapit als auch die Nord gleich geblieben. Rose jetzt statt dem Bamboo bei Redrum ein Seedjet. Und wir wissen, ja, Ray, erste Ray draußen, 3 Picks jetzt. Bagel alleine wird wahrscheinlich aufhören und das ist ein Wipe auf Climb. Erste 30 Sekunden und das ist natürlich nicht, was sie sich von diesem Match erhofft haben. Stork und Kay haben sich jetzt hier Top Right gesichert. Der Inkjet, oh, wird allerdings rausgepickt von Bagel. Kay jetzt hier alleine, wird von Kara, Bagel und dann auch Malcolm singelt. Da kommt er nicht mehr weit. Redrum wahrscheinlich jetzt auch bekommt noch einen Pick, wird sogar von der Zap gesaved und Bagel fällt auch noch. Try jetzt der letzte am Leben auf Snipe, wird entdeckt, bleibt allerdings noch ein wenig am Leben. Das Frage ist, bekommen sie den Checkpoint? Kara fällt dort, das könnte, na, das machen sie gut. Allerdings auch wieder der Try rausgepackt und schafft den Jump raus. 1,5 Minuten gespielt und ein Push auf unter 30 lässt sich auf jeden Fall sehen. Jetzt geht es allerdings auch daran zu verteidigen, dass sie das auch ordentlich hinbekommen. Stork hier mit einem Pick auf Kara, sehr sehr wichtig. Die Knight damit einen Push und sie gehen jetzt zusammen rein mit Alice. Stork allerdings rausgepickt. Try fällt. Und wir sehen sehr, sehr viele Picks hier aktuell um die Mitte herum. Kara als letzter am Leben tradet allerdings auch wieder raus. Und das sind verdammt viele Picks für die kurze Zeit. Gehen hier auf einen weiteren Push. Wollen natürlich auch noch den nächsten Checkpoint haben, weil ihnen das sehr, sehr viel Sicherheit geben würde. Und auch in der Defense ein wenig mehr Spielraum. Nächste Ray kommt. Der Troy lebt allerdings noch, sneakt sich hier durch die Mitte. Wird aber dann doch von der Zap rausgepickt. Und direkt mit dem zweiten Kill. Bailey ist hier, jumpt raus. Kara allein gegen 3. Wird zum Ball geforst. Und Rose hält hier sehr, sehr gut Control. Wie schon im ersten Match auch. Zeigen sie hier eine enorme Kontrolle über die Map und das insgesamte Spielgeschehen. Oh, war das ein Inkjet-Battle? Stork gegen Bagel und der... Oh, ja. Er wollte das Landing vom Inkjet bekommen, wird allerdings rausgepickt. Und damit geht der Push weiter. Redrum auf dem Tower tanzt hier gegen Bagel herum. Sie haben es fast. Okay, jetzt... Hier alleine schafft es Stork sich rauszuretten. Jetzt zu dritt wieder in Mid. Sie können Map Control weiterhin aufrechterhalten. Armo jetzt von Climb. Try geht rein, bekommt 2 Picks, sehr, sehr wichtig. Redrum sollte sich jetzt zurückretten. Oh, und er fällt. Damit kein Ray mehr für die Defense. Und der erste Checkpoint ist somit sehr, sehr sicher für Climb. Kara, unterstützt von Bagel mit dem Inkjet, pusht jetzt Top Right, Baller used. Und sehen wir jetzt einen erfolgreichen weiten Push von Climb. Haben hier ein sehr, sehr gutes Setup, sind weit reingepusht, aber da kommt die Ray. Redrum kann hier einen ersten Pick auf Bagel bekommen, hat den Push erstmal
verzögert noch nicht die Knight. 3-3 Situation auf dem Feld. 3-2 und das ist erstmal Push-Ende. Schön mit Missiles zusammen reingepusht, zwei wichtige Picks bekommen. Und jetzt müssen sie von hier aus natürlich erstmal wieder Med zurückholen. Stark jetzt hier ein wenig zu aggressive, von allen Vieren getargetet, kommt dann natürlich nicht weit. Und das sieht erstmal nicht gut aus. Armor ist ready, Ray used auf den Tower. Und der Armor und... Trade, 3-1 Situation, Kara jetzt der Letzte am Leben. Und das ist Game. Damit jetzt 2-1. Rose sehr, sehr verdient. Holen sie dieses Match. Defense teilweise, ja, hätte noch ein bisschen cleaner sein können, aber eine sehr, sehr starke Offensive. Frühzeitig viele Picks geholt, dann um Mitte herum sehr stark. Viertes Game, Rainmaker auf Snapper Canal. Wir sehen wieder den Comp Change. Trifeld weg, K-Shot auf beiden Seiten. Damit auch Double Missiles wieder für Rose. Und ein Soda Slosher. Beide Teams sehr, sehr aggressive Comps. Und wir sehen hier wahrscheinlich gleich auf der rechten Seite ein K-Shot 1v1. Oder auch nicht 2v1. Bagel allein, deren Street bekommt allerdings die Zap. Und damit verzögert sich erstmal das Opening. Beide Seiten warten jetzt hier erstmal aus. Wollen nichts riskieren, weil es auf der Map ja doch sehr, sehr schnell dazu kommen kann. Dass durch ein, zwei Picks und ein ungünstiger Split vom Team ein Push auf weit unter 30 hier möglich ist. Und das will man natürlich hier nicht riskieren. Zwei Picks jetzt auf Climb. Das könnte der Push werden. Nur noch die Zap, aber die denied das. Das haben sie hier sehr, sehr gut hinausgezögert. Jetzt erst der Rainmaker gegrabt und damit genug Zeit fürs Team gekauft. Kara versucht jetzt hier zu poken und stallt die Gegner noch ein bisschen von dem Street aus. Wird allerdings gepickt und Redrum jetzt sehr aggressiv auf der rechten Seite. Missiles deployed, aber da haben wir es. 25 und noch zwei von Rose am Leben und können hier so gut es geht auch noch Mid-Control halten. Stalk hier alleine wird rausgepickt und damit K-Shot in Rose Street. Gehen sie für den Straight Push? Tatsächlich. Tatsächlich sehr aggressiv, aber es funktioniert. Es funktioniert. Redrum hier als Absicherung hinten fällt. Und, Kara verkalkuliert sich hier, glaube ich. Hat gedacht, dass er an der Kante unter die 25er-Marke kommt. Aber wir sehen, knappes Ding. Eine Lead auf 25, drei Punkte nur, ist hier nichts Sicheres. Das geht sehr, sehr schnell. Erst sobald man oben tatsächlich auf der Spawnplatz so ist, oben Goal herum, im 10er-Bereich ist immer noch nichts ganz Sicheres, aber man kann sich da eher darauf verlassen, dass man das noch gut bis dahin verteidigen kann. Aber sie kriegen den Rainmaker hier auch nicht wieder rausgeholt. Climb grabbt jetzt hier erneut. Bagel versucht links durchzukommen, wird aber noch zurückgehalten. Rose aktuell sehr, sehr hier in die Enge gedrängt, kommen nicht wirklich raus. Allerdings jetzt Specials zusammen gefarmt, Armor und Missiles, kriegen sie schon wieder den Rainmaker zurück und Stalk jetzt hier zwei, Wipe! Nicht nur zwei Picks, Wipe auf Climb. Damit erstmal die doch recht gefährliche Situation abgewendet. Sie gehen jetzt ja auch straight. Wollen jetzt hier direkt Pressure auf Climb bekommen. Bagel, er als zweiter Pick, geht jetzt hier weiter aggressiv rein, allerdings misselt und tradet auch noch den dritten. Rainmaker versucht jetzt hier gut zu stallen. Kara wird in den Baller geforst.
Und sogar noch Pop. Bekommt er sogar den Pick, maybe? Unterstützt jetzt vom Team und das ist inzwischen nicht nur ein Stall, das ist ein weiterer Push-Versuch. Ross hat hier die Situation sehr, sehr gut umgedreht. Wenn auch nicht die Map-Control, aber zumindest den Rainmaker nach vorne gebracht. Die Zeit können wir allerdings als Spectator gerade leider nicht sehen. Und Redrum fällt jetzt hier auch noch. Rainmaker hinten. Respawn in Mid. Das wollten sie natürlich nicht. Das war natürlich nicht angedacht. So, er versucht jetzt hier zu verteidigen. Wichtiger Pick auf den Rainmaker. Climb hat hier sehr, sehr schnell reagiert und den Rainmaker nach vorn gebracht. Und Kara auf Snipe, Bagel, Bottom Right sind sehr, sehr gefährliche Positionen von beiden. Kara vorne mit dem Baller macht den Weg frei. Und knapp vor Lead gestoppt. Allerdings jetzt nur noch Bagel und die Sepp am Leben. Und Rose kann sich erstmal ein wenig erholen. Stallen jetzt hier die letzten paar Sekunden. Den Rainmaker auf deren Snipe. Müssen jetzt nur aufpassen, ja, dass dort kein Inkjet oder Flank hochkommt. Machen sie gut. Und damit ein sehr knappes Game, aber gewonnen. Und damit Ausgleich 2-2 für Rose. Match Nummer 5, Split Zones auf Piranha Pit. Was werden wir für Waffen sehen? Climb unverändert, dafür jetzt aber Rose mit einem Dry Niveau und Rain. Double Missiles, Rain, Armor, eine Comp, die dem Bamboo sehr, sehr zugute kommt. Oder zugute kommen kann. Durch Chip Damage von Missiles und noch den Rain. Allerdings ein schwieriges Opening gerade. Früh Picks gefallen. Bagel jetzt hier wird aus dem Inkjet abgecampt. Und Zones auf Neutral. Hier natürlich schwer oder ein wenig anders zu spielen durch eine Double Zone Map. Und ja, das ist so natürlich sowohl als in Defensive als auch Offensive oft mit einem 2-2-Split der Teammates zu spielen, dass man sich um den Bereich vor der gegnerischen Ramp konzentriert, als auch so in Richtung der Endstreet. Aber Climb aktuell in einer sehr, sehr guten Position, haben Rose zurückgedrängt und behalten die Zones weiterhin. Forcen die letzten mit beiden Spieler in die Street weit zurück und gönnen sie dann natürlich mit dem Bomb Pressure vom K-Shot als auch dem Crapit und nun auch Inkjet von Bagel sehr, sehr gut zurückdrängen. Dings Zone jetzt gekappt und Rose in Control. Allerdings sehen wir auch Map Control nicht sehr gut bekommen in der kurzen Zeit. Und damit erhält Climb die Möglichkeit, das Game ein wenig hinauszuzögern oder vielmehr den Push von Ross hinauszuzögern. Können sich hier auch sehr gut neu positionieren. Halten weiterhin deren Ramp sehr, sehr gut. Von wo aus Kara natürlich sehr viel Pressure ausüben kann. Wie gepusht jetzt von Stalk, allerdings rennt der natürlich in drei Gegner rein und kann dort nicht viel machen. Wäre schon ein wichtiger Pick auf den K-Shot. Hat jetzt Bagel im Visier, allerdings abgefangen von Sepp und Crapit kann er auch nicht viel draus machen. Ross aktuell ein wenig desynchronisiert. Wir müssen jetzt erstmal wieder in irgendeiner Form zusammenfinden und tun sich auch schwer an die Zones heranzukommen, da sie hier gegen, wie mir gerade erst auffällt, drei Suction Bombs spielen, die die Zone ja doch sehr schnell wieder neutral halten können und somit
Rose die Möglichkeit nehmen, schnell beide Zones unter Kontrolle zu haben. Gelingt ihm Dune jedoch. Und ja, noch wieder ganz gut gepaintet. Troy positioniert sich jetzt mit Bamboo Richtung gegnerische Streak. Und da sehen wir es aber, die Suction Bombs fliegen auf die eigene Zone. Zwei braucht es, um sie neutral zu halten. Missiles kommen. Und neutral wieder. Erster Pick fällt. Drei. Oh, allerdings gut gedreht. 3-2 Situation. Missiles kommen. Können sie den Pick auf den Cashotter bekommen? Das ist sehr wichtig. Kara jetzt in die Street zurückgedrängt. Und unter 20 Punkte für Lead. Climb wieder vollständig auf dem Feld. Cashot fällt. Cashot fällt. Und auch noch die Zap 4-1 auf dem Feld. Kara alleine. Abgepickt nach dem Borlack. Und damit jetzt eine gute Lead für Rose. Missiles used. Climb versucht jetzt hier wieder reinzukommen, können die Sonnen natürlich echt gleich nutzen, aber sie painten gegen. 3-3 Situation auf dem Feld, 3-2. Aber ganz frech hinter Climb die eigene Zone weggepaintet. Und ein sehr, sehr schönes Comeback. Wir haben das Game gedreht gesehen. Anfangs sehr, sehr in Control für Climb. Und dann nach ein wenig Setup umgedreht für Rose. Sechste Runde Clamblitz auf Inkblood Art Academy. Rose aktuell in Führung und wollen das Ganze jetzt natürlich ausbauen und sich ihren Matchpoint sichern. Wir sehen Kampfveränderungen wieder. Auf Seiten von Climb wieder der normale Try und somit Double Armor. Und Stalk von K-Shot wieder auf T-Tick. Wir sind jetzt in das Inkjet Battle. Allerdings ohne großen Erfolg. Bisher sehr, sehr viele Trades gefallen. 2-2 Situationen. Und es macht den Eindruck, soweit man das natürlich nach knapp einer Minute gespielt überhaupt sagen kann, wie auch schon im ersten Clamblitz Match. Anfangs recht viele Picks um die Mitte herum, oft Controlwechsel, aber noch keine großen Pushes. Was sich nun aber ändert, Climb zu dritt auf der Plattform Rose können hier scoren. Sehr, sehr viel Clamps mitgebracht. Bagel fällt allerdings. Können sie hier doch ganz gut weiter Druck aufbauen. Ja, der Try wird jetzt hier rausgepickt. Zip und Nord noch Bottom Right stallen hier die Gegner ein bisschen raus. Kostet Rose natürlich Zeit, wieder mit Control und auch ins Game ein bisschen zurückzufinden. Und der Try jetzt hier sehr, sehr aggressiv vorne, dafür, dass sie außer ihrer Big hinten noch kaum Clamps haben. Müssen sich hier einiges zusammensammeln, um daraus die Lead zu holen. Der Rain pressured hier natürlich ein wenig, können aber nicht viel daraus machen. Try wollte jetzt hier das Opening fürs Team schaffen, kommt aber nicht weiter rein. Stalk jetzt hier mit dem Flank, holt das Inkjet Landing von Bagel. Können sie daraus einen Push machen? Big ist drinne, 2 gegen 2 auf dem Feld, allerdings fehlen hier natürlich die Clamps, um was weiter draus zu machen. Bagel verteidigt hier gut und damit war es das erst einmal für den Push-Versuch von Rose. Haben allerdings doch ganz gut Map Control behalten, auch 19 Clamps auf dem Feld, Pick auf den Try, Pick auf Kara und die Big ist drinnen. Und die zweite Big fliegt, 47
Können sich Lito und Stalk noch weitere Clams und noch mehr Clams? Kommen alle rein? Zwei letzte Clams fehlen. Können sie das verteidigen? Aber der Try kommt durch uns, Scott. Das ist der KO. Rose sichert sich hier den Matchpoint 4:2. Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten das Game sehr, sehr gut gedreht. Map Control geholt, Map Control gehalten. Und dann geduldig runtergespielt, bis die Picks da waren und KO'd. Siebtes Match, Tower Control, Marco Mart und Matchpoint für Rose. Sie sind aktuell in einem kleinen Spielflow. Hab sich selbst aus etwas haprigen Openings gut zurückgerettet und stark ausgespielt und wollen jetzt hier natürlich den Sack dicht machen. Und gerade nochmal gecheckt im Bracket. Beide Teams stehen aktuell 1-2 in Division X und spielen hier natürlich so ein bisschen auch um die mittleren Platzierungen in Gruppe A. Bisher, ähnlich wie auch in den anderen Games, ein sehr, sehr mitbasierendes Spiel. Einige Picks gefallen, nicht so viel wie in anderen Games. Allerdings, jetzt die Chance für Clam zum Pushen. Zwei von Rose down. Inkjet und Booyah ready. Bagel jetzt hier sehr aggressiv im Gegner-Spawn. Bekommt keinen Pick, kann aber auch nicht aus dem Inkjet geholt werden und bleibt somit an einer sehr, sehr wichtigen Position am Leben und kann Druck ausüben. Stalk versucht über Mid zu flanken, kann Climb ein wenig aufhalten, allerdings ohne Pick. Bedroom hier allein auf der linken Seite, drängt sich hier immer wieder gut zurück. Allerdings reicht das natürlich nicht. Climb in einer sehr, sehr guten Position, etwas daraus zu machen. Allerdings dreht sich das hier doch sehr, sehr schnell wieder. Bagel jumpt aus und damit eine 4-2-Situation auf dem vorderen Feld. Trade und weiterer Pick auf die K-Girl. Und auf knapp unter 50 vor dem zweiten Checkpoint ist gar nicht mal so schlecht gewesen für den Anfang. Allerdings natürlich nichts Sicheres auf der Map. Ein Paradies hier für den Try, der hier sehr, sehr gutes Spiel haben kann, sich die Ledges zu nutzen zu machen. Weshalb es mich auch wundert, warum bei Climb die Kager und nicht wieder der Try Nouveau gepickt wurde. Und wir sehen ein DC von Redrum. Allerdings müssen sie das vom Counter her jetzt ausspielen, wenn ich nicht falsch liege. Lead geholt. Allerdings, wie lange sie das in einem 3 gegen 4 halten können. Ja, werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Ich hoffe natürlich, dass die das jetzt nicht aus dem Konzept bringen und aus ihrem Spielflow. Aber ich will natürlich nicht zu früh urteilen. Können das vielleicht sogar gewinnen, das 3 gegen 4. Was aber eine Challenge für sich ist. Damit wahrscheinlich gleich ein Lead gewechselt. Und das ist ab jetzt recht schwierig für Rose in irgendeiner Form das Game hier hineinzufinden oder gar zu holen. Und damit aus. Unfortunate, aber so ist es. Leider ganz, ganz knapp unter dem 50 Punkte Counter, weshalb es kein Replay gibt. Damit sehen wir vielleicht ein neuntes Game.
Spiel Nummer 8, Rainmaker auf NQV Games. Nach wie vor Matchpoint für Rose. Haben noch einen Match an Spielraum, was sie natürlich aber jetzt nicht weggeben wollen oder sollten. Kriegen hier Pop und damit erst einmal Map Control oder ein wenig Map Control. Ray von Redrum. Allerdings fallen hier auch zwei Spieler auf Seiten von Rose. Können das Ganze aber noch gut herauszögern und ein wenig Sicherheit für die Respawns der Mates geben. Allerdings, Climb lässt sich davon nicht weiter beeindrucken, pusht weiter nach vorne. Stalk jetzt hier mit sehr, sehr wichtigen Picks. Okay, er versucht sich hier durchzusneaken, da auf unter 30. Kara noch nachgejumpt, können sich hier nicht ganz retten. Krieger muss Backup machen. Sichert sich allerdings wieder den Fan von Rose. Used Booyah, kriegt er sie durch, kommt er hiermit durch, bekommt den Pick auf Stalk und bedrängt hier weiter den Rainmaker. Redrum muss sich selber sichern, schafft es aber auch. Und müssen jetzt hier natürlich einen Weg zurück in das Game finden. Push auf unter 30, eine Ansage, aber definitiv möglich, haben wir ja gesehen. Bisschen weiter als der kleine Sandsack. Stalk hier auf den Fan von Climb. Kann hier doch ganz gut Terror stiften. Gibt seine Position auch nicht auf. Zap springt jetzt raus und damit Control für Rose. Ray und Missiles use damit sehr, sehr viel Pressure in der Base. Rainmaker versucht sich durchzusneaken. Allerdings kommt er nicht weit genug. Schon mal in der Nähe. Allerdings der Push erst einmal beendet. Kein Follow-up hier mehr möglich. 4-3 jetzt. Rainmaker und Kara hier ziemlich in die Ecke gedrängt. Können sich hier mal... Oh! Noch ein Trade. Damit erst einmal eine recht neutrale Position. Und Rose versucht jetzt hier den Push über Top Right. Climb hat es sich selbst dort reingeforst. Und ja, wie schon erwartet, sehr, sehr schnell beendet an der Stelle. Bagel mit dem Inkjet, kurzen Prozess gemacht und nur noch Sepp von Rose alleine gelassen. Jumps kommen der Reihe nach rein, aber wir müssen auch sagen, Rose hält über die ganze Zeit hinweg sehr, sehr gut Map Control und baut sich, wie auch schon in den vergangenen Matches, über längere Zeit eine sehr, sehr gute Situation auf. Stalk kommt doch nicht an den Rainmaker. Können sie etwas aus dieser Situation hier machen? Stalk weit in der Gegnerbase drin. Sieht sich jetzt hier im 1v2. Und wird entsprechend gepickt. Wir kommen jetzt hier langsam zusammen. K-Girl fällt, Zap fällt. Karen stallt jetzt hier mit dem Rainmaker Grip ein wenig. Sehr, sehr wichtig. Bagel jumpt aus. Aber der Soda sichert sich hier eine wichtige Position. Gegnerisches Windows Zap droppt rein. Wird gepickt. Allerdings jetzt der Jet von Bagel ist böse. Pickt den Rainmaker und können sie jetzt noch etwas daraus machen? Wenn K-Girl und Crappet so positioniert sind. Rainmaker ist grabbed, schwimmt durch. Ist das Lead? 2 Punkte. Bagel sieht sich jetzt im 1v3, kann dort nichts mehr machen und ist das nicht der KO. Sehr, sehr wichtiger Save hier. K-Girl und Nord move nach vorne, holen sich die Picks.
sehen sich jetzt allerdings einer komplett grünen Map gegenüber. Und das geht in die Overtime. Redrum jetzt hier, was ein CJet eben macht, paintet seinen Ray und wartet für ein gutes Setup. Armor used, Ray ist dort und kann sie allerdings nicht ganz durchbekommen. Sehr, sehr gut gepressert hier von Bagels Inkjet und der Follow-Up-Booyah. Und so pusht jetzt die Kager gut rein. Rose dort sehr, sehr in die Enge gedrängt. Und das kann gefährlich werden, sobald Bagel den nächsten Inkjet zusammenkommt und dort einmal hochjetten kann. Wird schon zurückgejumpt mit der nächsten Ray. Und das ist es. 5 zu 3 für Rose. Wie auch schon in den Games vorher, langsam aufgebaut, sich Map Control gesichert und dann zugeschlagen, als sich die Chance ergeben hat. Sehr, sehr stark gespielt hier von beiden Seiten, aber vor allem Rose sehr stark ausgespielt.